Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute auf dem Weg eines Livestreams hier zu einer Ausstellungseröffnung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand begrüßen zu dürfen. Wir eröffnen heute die Sonderausstellung Neue Anfänge nach 1945, Fragezeichen, wie die Landeskirchen Nordelbiens mit ihrer NS-Vergangenheit umgingen. Diese Ausstellung wird verantwortet von der Evangelischen Akademie der Nordkirche und dem Amt für Öffentlichkeitsarbeit der Nordkirche. Sie entstand aufgrund der Forschungsarbeiten von Stefan Link, Studienleiter für Erinnerungskultur und Gedenkstättenarbeit der Evangelischen Akademie der Nordkirche. Die Ausstellung wurde konzipiert und realisiert von einer Arbeitsgruppe durch Frau Professor Stefanie Endlich, Monika Geiler von Bernus und Beate Rossier. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank, ebenso Marliese Appel und Karl-Heinz Lehmann für ihre vielfältige Unterstützung. Inhaltliches zur Ausstellung werden Sie gleich von Stefan Link und Stefanie Endlich hören. Warum aber zeigen wir eine Ausstellung über den Umgang der Kirchen in Norddeutschland mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit? Warum zeigen wir diese Ausstellung hier in Berlin? Darauf gibt es eine einfache Antwort. Wir wollen damit nicht nur der allgemeinen Öffentlichkeit, sondern auch den evangelischen Kirchengemeinden in Berlin und Brandenburg zeigen und ein Beispiel dafür geben, wie der Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit thematisiert werden kann. Das Verhältnis der christlichen Kirchen in Deutschland zum Nationalsozialismus war nicht, wie nach 1945 vielfach gewünscht, nur eine Geschichte von Widerstand und Auflehnung. Es war in der Tat vielmehr eine vielschichtige Gemengelage aus nationaler Begeisterung, dadurch ausgelöster Nachfolgebereitschaft gegenüber dem neuen Regime nach 1933, vielfältigen Anpassungsprozessen und nur bei Einzelnen anzutreffender Bereitschaft zum Widerstand. Beiden Kirchen ging es erst einmal um die Erhaltung ihrer Strukturen. Beiden Kirchen ging es um die Beibehaltung oder Verbesserung des Status quo im Verhältnis von Staat und Kirche, das ja weder in wilhelminischer noch in republikanischer Zeit frei von Spannungen gewesen war. Zugleich aber waren auch viele Christen fasziniert von dem neuen Partizipationsangebot der sogenannten Volksgemeinschaft, von der geplanten Wiederherstellung der nationalen Größe Deutschlands und durchaus nicht unbeeinflusst von der diesseitigen Heilserwartung, die die nationalsozialistische Ideologie vermittelte. So war das Verhältnis zwischen dem neuen System und den christlichen Kirchen in Deutschland von vielfältigen Strömungen, Hoffnungen und Befürchtungen gekennzeichnet. Und in der Tat ist bis heute also das Verhältnis von Nationalsozialismus und Kirchen in der Forschung, vor allem aber in der Öffentlichkeit, umstritten. Dabei vermengen sich in der Urteilsbildung sehr häufig konfessionelle und politische Argumente, die sich teils aus der Absicht erklären, die Kirchen, ihre Institutionen und ihre Vertreter von dem Vorwurf entlasten, dem NS-Staat zu sehr entgegenkommen zu sein. Teils aber wird dieses ihnen gerade auch wieder zum Vorwurf gemacht. Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand hat sich in vielfältiger Art und Weise dem Verhältnis von Nationalsozialismus und Christen gewidmet. Ich möchte hier auf die große Studie von Hans-Rainer Sandfoss. Es wird gebeten, die Gottesdienste zu überwachen, Religionsgemeinschaften in Berlin zwischen Anpassung, Selbstbehauptung und Widerstand von 1933 bis 1945 verweisen, die differenziert die Situation in den Gemeinden analysiert. Wir haben auch vor einigen Jahren die Ausstellung über Christenkreuz und Hakenkreuz, Kirchenbau und sakrale Kunst im Nationalsozialismus gezeigt, die vom selben Kuratorinnen-Team wie die heute eröffnete Ausstellung erarbeitet wurden, ebenso 2013 ihre Ausstellung Aus dem Geiste unserer Zeit über die Berliner Kirchenbauten im Nationalsozialismus. Sie sehen, das Thema lässt uns nicht los. Auch mit dieser Ausstellung wollen wir zum Nachdenken und zur Diskussion anregen. Insofern möchte ich auch heute schon auf unsere Diskussionsveranstaltungen am 3. und am 10. Februar 2022 hinweisen, die wir leider zeitbedingt auch wieder nur als Livestreams zeigen werden. Eine Einladung dazu geht Ihnen rechtzeitig zu.
Ich hoffe, dass wir in dieser Ausstellung trotz der pandemischen Situation viele Besucherinnen und Besucher sehen werden. Sie ist bis zum 28. Februar hier in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand zu sehen. Ich möchte ausdrücklich, obwohl ich es am Anfang getan habe, noch einmal jetzt allen danken, die an dieser Ausstellung mitgewirkt haben und dazu beigetragen haben, dass sie jetzt hier bei uns gezeigt werden kann. Ich freue mich, Ihnen jetzt das Grußwort der Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Frau Christina Kühnbaum-Schmidt, ankündigen zu können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche unserer Ausstellung viele Besucherinnen und Besucher. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Tuchel, sehr geehrte Frau Professor Dr. Endlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der vor 70 Jahren gestorbene Philosoph und Dichter Jorge Santayana sagte Anfang des 20. Jahrhunderts, noch lange vor den Katastrophen der beiden Weltkriege, die sich des Vergangenen nicht erinnern, sind dazu verurteilt, es noch einmal zu erleben. Erinnerung, wahrhaftige Erinnerung ist es, zu der jede Generation verpflichtet ist, um das Geschehene nicht zu vergessen und um es so gut wie möglich zu verstehen. Und auch und besonders um der folgenden Generationen willen, damit nicht geschehen möge, was die Bibel im Buch Ezechiel so formuliert. Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Damit Kinder und Kindeskinder auf dem Weg transgenerationeller Weitergabe also nicht immer weiter und immer wieder erleben und empfinden, was die Elterngeneration erlebt, was sie getan und was sie verschwiegen hat. Auch darum ist es wichtig, dass über Geschichte nicht geschwiegen wird. Damit Verdrängtes sich möglichst nicht auf unentdeckten Wegen Bahn bricht. Auch deshalb wird sich der Vergangenheit erinnert. Sie wird historisch erforscht und dargestellt. Sie wird durchgearbeitet und bearbeitet. Und hoffentlich wird über sie gesprochen. Öffentlich, persönlich, privat. Und auch in Seelsorge und Beratung. Die Ausstellung Neue Anfänge nach 1945, wie die Landeskirchen Nordelbiens mit ihrer NS-Vergangenheit umgingen, will beidem dienen, der öffentlichen Darstellung und der Initiierung von Gespräch. Ab heute Abend ist diese Ausstellung nun auch in der Bundeshauptstadt zu sehen, ihrer mittlerweile 40. Station. Als Nordkirche freuen wir uns und fühlen uns geehrt, dass die Gedenkstätte Deutscher Widerstand diese Ausstellung zeigt. So wird sie zum Abschluss ihrer Präsentationsreise nun auch in Berlin zu sehen sein, wo das Erinnern an die deutsche Geschichte einen besonderen Stellenwert hat. Als Nordkirche haben wir uns mit unserem Erbe der NS-Zeit intensiv auseinandergesetzt. Diese Aufgabe aber hört nie auf. Daher ist diese Ausstellung bei allen Unterschieden, die es im Blick auf die Thematik der Ausstellung zwischen den einzelnen evangelischen Landeskirchen geben mag, auch bundesweit von Bedeutung. Wie sind die evangelischen Kirchen in Norddeutschland mit eigener Schuld in der NS-Zeit umgegangen? Und wie haben sie sich ihr nach 1945 gestellt oder auch nicht gestellt? Inwieweit blieb die nationalprotestantische Mentalität, die die Hinwendung zum Nationalsozialismus gefördert hatte, auch nach 1945 wirkmächtig in Institutionen und Personen? Sind die Kirchen zu NS-Tätern und Kriegsverbrechern auf Distanz gegangen oder haben sie sie unterstützt? Und wie ist das geschehen? Aus der Beschäftigung mit diesen Fragen ist diese Ausstellung entstanden. Sie dokumentiert den langen Weg der evangelischen Kirchen, sich dem zu stellen, was die evangelischen Verfasser der Stuttgarter Schulderklärung von 1945, die in den evangelischen Landeskirchen lange ungehört blieb, so zum Ausdruck brachten. Mit großem Schmerz sagen wir, durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Im Prozess der Beschäftigung mit der NS-Geschichte in einzelnen Vorgängerkirchen unserer Landeskirche wurde deutlich,
Die selbstkritische Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit gehört, auch und gerade dann, wenn sie schmerzt, zur eigenen Glaubwürdigkeit dazu. Denn dem Wunsch nach Gedenken und Aufarbeitung werden wir nur nachkommen können, wenn wir uns zugleich auch dem Schmerz der Erinnerung stellen und dabei die Frage nach Schuld und Verantwortung nicht ausklammern. Dazu leistet diese Ausstellung einen wichtigen Beitrag. Darum danke ich allen, die es ermöglicht haben, dass mittlerweile über 100.000 Besucherinnen und Besucher diese Ausstellung sehen konnten. Ich danke den Kuratorinnen Professor Dr. Stefanie Endlich, Monika Geiler von Bernus und Dr. Beate Rossier. Ich danke Herrn Dr. Link für die historischen Forschungen und Professor Dr. Tuchel für die Möglichkeit, die Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand zeigen zu können. Die Ausstellung entstand auf Grundlage der Forschung von Dr. Stefan Link, der 2008 den Auftrag der damaligen nordelbischen Kirche erhalten hatte, den kirchlichen Umgang mit der NS-Vergangenheit und das Verhältnis von Kirche und Judentum nach 1945 zu untersuchen. Die Schuld, die auch unsere Kirche gegenüber Menschen jüdischen Glaubens während der NS-Zeit auf sich geladen hatte, war groß und ungeheuerlich. Aber die Beteiligten übernahmen nach 1945 so gut wie nie die Verantwortung dafür und sie gestanden ihre Schuld auch nicht ein. So lehrte Martin Redeker, im Jahr 1939 Mitbegründer des damals so benannten Eisenacher Instituts zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben, schon bald nach Kriegsende bis 1968 wieder systematische Theologie in Kiel und er prägte die theologische Lehre maßgeblich und nebenbei übrigens auch die Landespolitik. Die Ausstellung thematisiert die Vorgängerkirchen der nordelbischen evangelischen lutherischen Kirche, also das Gebiet von Hamburg und Schleswig-Holstein. Als diese Ausstellung durch unsere Nordkirche wanderte, die sich inzwischen aus der Fusion der nordelbischen Kirche und den Landeskirchen Mecklenburgs und Pommerns gebildet hatte, wurde sie ergänzt durch einen kleinen Ausblick auf die Kirchenentwicklung in der sowjetischen Besatzungszone und der ehemaligen DDR. Die Situation der evangelischen Kirche dort unterschied sich deutlich von der in der Bundesrepublik. Aber hier wie dort wurde die Rolle der Kirche während der NS-Zeit wenig aufgearbeitet. Inzwischen gibt es neue Forschungsprojekte, die sich der Entwicklung in der ehemaligen DDR widmen. Und wir hoffen, auch deren Ergebnisse einmal in einem eigenen Ausstellungsprojekt präsentieren zu können. Die Aufgabe der Erinnerung endet nie. Sie besteht nach wie vor, insbesondere für eine Kirche, die auf den Gott vertraut, der sich nach biblischem Zeugnis seiner Geschöpfe erinnert, ihrer gedenkt und ihnen Wege in eine versöhnte Zukunft zeigen will. Dieser wichtigen Aufgabe der Erinnerung möge auch diese Ausstellung dienen, die wir heute in Berlin eröffnen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank an Sie, Herr Tuchel, und die Gedenkstätte Deutscher Widerstand für Ihre freundliche Gastfreundschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was Sie hier sehen, hat eine Vorgeschichte, das ist häufig so. Die Vorgeschichte dieser Ausstellung ist mehr als 20 Jahre hier. Vor mehr als 20 Jahren wurde eröffnet eine Ausstellung mit dem Titel Kirche, Christen, Juden in Nordelbien 1933 bis 1945. Sie hatte zum Inhalt das kirchliche Verhalten gegenüber dem Judentum während der NS-Zeit. Die Ergebnisse dieser Ausstellung sind damals sehr stark diskutiert worden. Man war im Großen und Allgemeinen sehr erschrocken darüber, über das Ausmaß kirchlicher Mittäterschaft. Verstrickung ist das häufig benutzte Wort. Aber ich denke, in vielen Fällen ist Mittäterschaft wesentlich treffender gewesen über das Ausmaß kirchlicher Mittäterschaft im Nationalsozialismus, im Verhalten gegenüber dem Judentum. Es ging nicht nur um kirchlichen Antisemitismus, sondern es ging auch um die systematische Ausgrenzung von Christinnen und Christen jüdischer Herkunft, die aus zwei der Vorgängerlandeskirchen, der nordelbischen Kirche, die hier ja Thema ist, sogar formal ausgeschlossen worden sind. Das ist ein Tiefpunkt in der Kirchengeschichte
was die evangelische Kirche angeht. Diese Ausstellung führte zu starken Auseinandersetzungen und in der Folge dieser Auseinandersetzung hatten wir am häufigsten den Kommentar, die Fragestellung, wieso erfahren wir davon erst jetzt? Was ist nach 45 geschehen, dass eine solche Aufarbeitung erst Ende der 90er in Auftrag gegeben worden ist? Sie sehen, diese Vorgeschichte ist gewissermaßen Bedingung gewesen, dass in der Nordelbischen Kirche dann beschlossen worden ist, ja, wir machen ein Folgeprojekt und wir erforschen genau die Zeit nach 1945. Ich hatte also den Arbeitsauftrag dann erhalten, die Jahre 1945 bis 1985, vier Nachkriegsjahrzehnte zu untersuchen, wie die evangelische Kirche mit ihrer NS-Vergangenheit, mit der NS-Vergangenheit insgesamt umging und wie sich der kirchliche Antisemitismus, also das Verhältnis zum Judentum insgesamt, entwickelte. Das ist ein längeres, umfangreiches Forschungsprojekt gewesen. Es ist immer eine schwierige Angelegenheit, wenn man sich die Frage stellt nach einer Institutionengeschichte. Also wenn eine Institution die eigene Geschichte erforschen lässt. Im Zentrum, was man hier vorsichtig immer beachten muss, ist die Fragestellung, welche Frage wird gestellt. Hier war es ganz klar eine Fragestellung, die nicht bedeutete, dass eine Festschrift erstellt wird, sondern eine Fragestellung, die bedeutete, dass dort recherchiert wird, wo es schmerzhaft ist, wo gerade eine Institution, die evangelische Kirche, mit einem sehr hohen moralischen Anspruch an sich und die Gesellschaft fürchten muss, dass es hier eine Geschichte ist, die Versagen offenbart. Entsprechend ist der erste Band der Studie, der 2014 erschien, hier auch durchaus kontrovers diskutiert worden. Das heißt, es gab viel Kritik, es gab viel Auseinandersetzung. Darf das so gesagt werden? Ist das nicht einseitig? Wir haben viel Streit, insbesondere in Schleswig-Holstein, gehabt. Diese Ausstellung, Sie können sie betrachten, wird Ihnen die Antwort geben, wie ernsthaft, wie glaubwürdig ist die Auseinandersetzung hier und wie stimmig ist das Bild, das hier gegeben wird. Es ist natürlich ein einseitiges Bild. Die Einseitigkeit ergibt sich aus der Fragestellung. Und genau so konstruiert sich Geschichte auch immer, beziehungsweise wird Geschichte konstruiert. Egal, wie wir sie betrachten, die Frage, die bestimmt unser Bild jeweils von Geschichte. Und entsprechend können wir die Zeit nach 1945 auf unterschiedlichste Art und Weise betrachten. Ich habe in der Schule noch gelernt, die Geschichte des Wirtschaftswunders, wie aus eigener Kraft Deutschland wieder auferstand. Das ist mein Geschichtsunterricht in Hamburg der 70er und 80er Jahre gewesen. Das ist die eine Betrachtungsweise. Hier ist es eine Betrachtungsweise, die ist etwas anders aufgebaut. Die Forschung und Untersuchung richtet ihren Blick nämlich genau auf die Gruppen, die verfolgt gewesen sind, auf die Opfer des Nationalsozialismus und nicht im Zentrum diejenigen, die im Mittelpunkt quasi der kirchlichen Fürsorge gestanden haben. Das Untersuchungsgebiet ist, ich finde, für einen Historiker sehr interessant. Die Vorgängerkirchen der Nordelbischen Kirche, heutzutage ist es ja die Nordkirche, die noch größer geworden ist. Die Vorgängerkirchen sind vier unterschiedlich große Landeskirchen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Und das bedeutet, wir haben hier sowohl die evangelische Kirche im ländlichen Raum als auch die evangelische Kirche in der Großstadt. Wir haben sowohl eine Situation, wo vor 1945 ein starkes jüdisches Leben existierte, als auch die Situation, wo ein deutlich schwächeres jüdisches Leben vor 1945 existierte. Nach 1945 hingegen haben wir eine Situation, wo in Hamburg eine jüdische Gemeinde wieder entstand, in Schleswig-Holstein hingegen nur eine einzige jüdische Gemeinde wieder neu gegründet worden ist, in Lübeck, 1946 von etwas mehr als 200 Überlebenden gegründet. Sechs Jahre später waren es noch etwas mehr als 50, die anderen waren ausgewandert. Das heißt, hier haben wir bereits also ein klares Bild, das aus der Perspektive der jüdischen Überlebenden
die Nachkriegsgeschichte Deutschlands sich anders darstellt als aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft. Wir haben eine große Anzahl von Auswanderung von Überlebenden. Aber in diesem Sinne haben wir auch zwei Bundesländer, Hamburg und Schleswig-Holstein, die sehr unterschiedlich strukturiert sind. Bleiben wir bei diesem Beispiel. Gucken wir uns den Dialog, das Verhältnis zum Judentum an. So stellen wir fest, dass in Hamburg tatsächlich eine Auseinandersetzung nach einigen Jahren beschwerlich, aber sie begann und es war ein Dialog. Der war aber auch möglich, weil schlicht und einfach Dialogpartner da waren. Neben der kleinen jüdischen Gemeinde gab es in Hamburg auch eine größere Anzahl von überlebenden Christen und Christinnen jüdischer Herkunft. Für den Großraum Hamburg wurden 1946 in der Größenordnung von 12.000 bis 15.000 Personen in diesem Spektrum gezählt. Was damit gemeint ist, sind halt Verfolgte unterschiedlicher Art. Das heißt, die Nationalsozialisten hatten da ja die Mathematik eingeführt mit Halbjuden, Vierteljuden, Achteljuden und derartigen. Das Verfolgungsspektrum und die Dimension sind hier sehr unterschiedlich, aber die Verfolgung insgesamt, die einte alle. In Hamburg haben wir diese Gruppe, die sich tatsächlich sowohl innerhalb der Kirche als auch innerhalb der Gesellschaft engagiert hat. In Hamburg haben wir gewissermaßen in den 50er Jahren, was typisch für die evangelische Kirche der Nachkriegszeit ist, eine verhältnismäßig enge Anbindung an die Christlich-Demokratische Union. Der Unterschied bzw. das Besondere an Hamburg ist allerdings, dass in der CDU dort sich verhältnismäßig viele Christinnen und Christen jüdischer Herkunft engagiert haben. Das heißt also, hier haben wir tatsächlich jüdische Verfolgte beziehungsweise mit einem jüdischen Familienhintergrund Verfolgte, die in der CDU und in der Kirche aktiv waren. Das prägnanteste Beispiel ist Erik Blumenfeld, langjähriger Hamburger CDU-Vorsitzender und der einzige Auschwitz-Überlebende, der es jemals in den Deutschen Bundestag geschafft hat. Gegensätzlich ist die Situation in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein hat die CDU ebenfalls eine sehr enge, fast symbiotische Beziehung zur evangelisch-lutherischen Kirche in den 50er Jahren entwickelt. Der Unterschied allerdings ist, dass die Christlich-Demokratische Union in Schleswig-Holstein, ein dänischer Historiker brachte es in einem Buchtitel sehr schön auf den Punkt, erfolgreich die Integration demokratieskeptischer Wähler praktizierte, sprich ehemalige Nationalsozialisten in die Partei integrierte. Das geschah erst über politische Bündnisse mit dem sogenannten Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten und später durch Übergetretenen. Das heißt also, verhältnismäßig viele ehemalige Nationalsozialisten waren in Schleswig-Holstein jahrzehntelang in der Landespolitik aktiv und verknüpft mit der Landeskirche. Da haben wir enge Anbindungen und das sind zum Teil sehr erstaunliche Prozesse von den Dimensionen her, die man hier erkennen kann. Es erklärt sich, dass die Landeskirche in Schleswig-Holstein frühzeitig das Ziel hatte, eigentlich geordnete Verhältnisse auch in der Regierung herzustellen. Die Besatzungszeit war für sie eine Fremdherrschaft und man sah sich eher als Vertreter deutscher Interessen. Und in diesem Sinne war genau diese Vertretung der Interessen der eigenen Klientel. Und das waren die große Anzahl von Flüchtlingen, die es in Schleswig-Holstein gegeben hat. Die Bevölkerung hatte sich ja fast verdoppelt und die einheimische Bevölkerung. Und der gemeinsame Nenner war die Abwehr einer Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, mit nationalsozialistischem Unrecht. Und diese Abwehr war sehr weitreichend. Zwei praktische Beispiele im Konkreten. Das eine Beispiel ist Hans-Joachim Bayer, ein Professor, der sich habilitiert hat über Umvolkung. Sie hören richtig, Umvolkung, darüber ließ sich habilitieren. Wo? Natürlich bei der SS. Hans-Joachim Bayer war ein Mann, Offizier des Sicherheitsdienstes der SS. Es ist tatsächlich eine Habilitationsschrift gewesen über Umvolkung in Polen. Bayer schlug vor, dass die kulturelle Identität der Polen vollständig beseitigt werden müsse und dazu müssten insgesamt im Anhang seiner Dissertation waren etwa 1000 Namen aufgeführt, polnische Intellektuelle beseitigt werden.
Es war eine Habilitationsschrift. Diese Habilitationsschrift ist niemals in Zweifel gezogen worden. Hans-Joachim Beyer hatte direkt nach 1945 leichte Probleme. Er musste untertauchen. Wie wurde ihm geholfen? Er wurde zum Leiter der Pressestelle der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche. Ein SD-Mann, ein SD-Offizier. Er konnte nicht als Pressesprecher vor die Öffentlichkeit treten. Er musste sich ja versteckt halten. Also machte er Pressearbeit im Sinne des Sicherheitsdienstes der SS. Das heißt, er beeinflusste von hinten rum Lokalredaktionen und Ähnliches. Das war die Pressearbeit, die in der Landeskirche Schleswig-Holsteins aufgebaut wurde. Nach dem Ende der Entnazifizierung konnte Beyer das Licht der Öffentlichkeit wieder betreten und seine Professur, die niemals in Frage gestellt worden ist, dazu benutzen, an der Pädagogischen Hochschule Flensburgs jahrzehntelang Lehrer auszubilden. Sein Nachfolger wurde ebenfalls ein Mann, Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der SS, Wolfgang Bader. Er arbeitete jahrzehntelang als Leiter der Pressestelle und gleichzeitig Chef des Evangelischen Presseverbandes, das heißt das Veröffentlichungswesen der Evangelischen Kirche, unterstand ihm. Beide zeichnet eigentlich ein klarer Antisemitismus aus. Beide zeichnet ein Verhalten aus, wo man sehr starke Zweifel auch nach Jahrzehnten an ihrer demokratischen Gesinnung haben könnte. Und Wolfgang Bader perfektionierte zudem noch eine, die nachrichtendienstliche Tätigkeit, die bereits seinen Vorgängern begonnen hatte. Glücksfall bei der Recherche in der Kirche, im landeskirchlichen Archiv konnten hier beträchtliche Mengen Archivalien entdeckt werden, die anderswo nicht existierten, nämlich Unterlagen des Verfassungsschutzes Schleswig-Holstein. Bader war ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes Schleswig-Holstein. Und genau in dieser engen Kooperation wurden systematisch auch gegen Pastoren intrigiert, vorgegangen, Kampagnen gestartet gegen missliebige Pastoren und entsprechend im öffentlichen Raum Inszenierung von, heute würde man sagen, Fake News begonnen, zum Nachteil entsprechend der Pastoren. Also ein erstaunlicher Vorgang. Die Landespolitik und die Landeskirche sind hier sehr verwoben gewesen und in sehr intensiven Kampf gegen politische Minderheiten. Das heißt, wir betrachten hier in den 50er Jahren und Anfang der 60er Jahre ein politisches Klima, was in Schleswig-Holstein, würde ich sagen, eine demokratische Kultur, aus unserer Perspektive noch nicht so ganz gefunden hat, sagen wir mal vorsichtig. Es sind Auseinandersetzungen, die als Schlammschlacht mitunter geführt worden sind. Und hier ist die Verbindung. Das macht es durchaus interessant jetzt hier auch. Also das heißt, wir haben hier die Geschichte von Kirche verwoben mit der Geschichte von Staat und Gesellschaft, wo wir viel erfahren. Wir haben die Umbruchssituation in den 60er Jahren, die sich dann so langsam in einen Wandlungsprozess, in einen Wandlungsprozess begibt. Wir haben verschiedene Kontroversen. Im Zentrum ist beispielsweise 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Auseinandersetzung um die sogenannte Ostdenkschrift der Evangelischen Kirche. Das ist ein erstaunlicher Vorgang. Der Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands, 20 Jahre nach Kriegsende, hat die Idee, Verzicht zu üben. Die Schuld, die eigene Schuld, Deutschlands Schuld am Zweiten Weltkrieg klar zu benennen und den Verzicht auf die Ostgebiete als Sühne zu diskutieren. Mit dieser Haltung stellte sich die Evangelische Kirche Mitte der 60er Jahre gegen alle im Bundestag vertretenen Parteien. 4 Jahre später haben wir die Situation, dass letztlich diese Ostdenkschrift die Grundlage der neuen Ostpolitik von Willy Brandt gewesen ist. Das heißt also, wir haben hier einen hochgradig spannenden Prozess. Von 1965 bis 1969 wandelt sich die Gesellschaft so weitgehend, dass sich hier die Eckdaten der Außenpolitik vollständig umdrehen. Das ist ebenfalls also ein spannender Prozess, ein spannendes Ergebnis, aber auch gleichzeitig ein Ergebnis von sehr, sehr hart geführten Kontroversen innerhalb der Kirche. Das sind niemals
unumstrittene Entscheidungsfindung gewesen, sondern harte Auseinandersetzungen, die anhaltend umstritten waren und die hier, denke ich, große Schwierigkeiten innerhalb der Kirche auch hervorgerufen haben. Diese Schwierigkeiten, die kann man in verschiedenen weiteren Bereichen betrachten. Ich will hier nicht zu sehr vertiefen. Wir haben hier die gesamte Ausstellung, zu der ich Sie herzlich einlade, die versucht gewissermaßen, dieses Themenfeld hier aufzumachen. Diese Ausstellung ist konzipiert, letztlich, ich würde sagen, normal didaktisch aus der Perspektive des der multiperspektivischen Herangehensweise, dass verschiedene Themenfelder, verschiedene Fragestellungen aufgebaut werden und die Geschichte jeweils aus verschiedenen Fragestellungen heraus betrachtet werden. Und so erkennen wir, wie Geschichte konstruiert wird, weil das Bild auf die Geschichte verändert sich mit jeder Frage, die wir stellen. Aber da bin ich schon in der Gestaltung der Ausstellung und diese Vorstellung würde ich doch gerne der Kuratorin Stefanie Endlich überlassen. Und übergebe das Wort. Vielen Dank. Guten Abend. Auch ich möchte Sie ganz herzlich im digitalen Raum begrüßen. Ich danke Ihnen auch im Namen meiner beiden Kolleginnen Monika Geiler von Bernus und Beate Rossier, dass Sie sich Zeit nehmen, bei der Eröffnung unserer Ausstellung dabei zu sein. Wir drei arbeiten seit 20 Jahren immer wieder als Team zusammen. Anfang 2015 erhielten wir von der Evangelischen Akademie der Nordkirche den Auftrag, diese Wanderausstellung zu konzipieren und umzusetzen. Eröffnet wurde sie im Januar 2016 in der Hauptkirche St. Jakobi in Hamburg. Nun wird sie in ihrer 39. und wohl auch letzten Station hier in Berlin in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand gezeigt. Darüber freuen wir uns sehr. Unsere Aufgabe war es, die enorme Materialfülle, Ergebnis der jahrelangen Forschung von Stefan Link, in eine Ausstellung zu überführen. Seine beiden Bände mit insgesamt rund 830 Seiten richten sich eher an ein Fachpublikum. Ich halte mal einen der beiden Bände hoch, sodass Sie sehen können, schwergewichtig. Die Ausstellung soll jedoch gerade auch Besucherinnen und Besucher ansprechen, die mit Zeitgeschichte und Kirchengeschichte nicht vertraut sind. Eine Ausstellung lebt von der Anschaulichkeit der Bilder und von der Verknappung der Texte. Wenn sie gelingt, können gewissermaßen Fenster geöffnet werden, die die Besucherinnen und Besucher neugierig machen und sie ermutigen, das Thema eigenständig zu vertiefen. So haben wir aus der Vielzahl von Stefan Links Forschungsfragen 6 Schwerpunktthemen herausgearbeitet. In diesen 6 Kapiteln haben wir die historische Analyse durch Thesen zugespitzt und mit der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung der Nachkriegszeit verbunden. Zusätzliche Text- und Bildrecherchen waren nötig, weitere historische Forschungen waren einzubinden. Jedes Kapitel zeigt als Auftakt ein ikonisches Großfoto aus dem übergreifenden Kontext. Ein Foto, das manchen Besucherinnen und Besuchern aus Presse und Medien bekannt ist. In diese Großfotos haben wir einige der aufschlussreichen Zitate eingefügt, die Stefan Link in den Archiven gefunden hat. Mit diesen Zitaten übermitteln sich ideologische Denkweisen, die nach 1945 fortdauerten, aber auch Argumente für Aufklärung und Nachdenken. Dann folgt jeweils ein Text, der die zeithistorischen Hintergründe und Zusammenhänge des speziellen Themas erläutert und mit Fotos veranschaulicht wird. Danach gibt es jeweils 3 Verdichtungen zur kirchlichen Entwicklung selbst, in denen wichtige oder exemplarische Aspekte, Ereignisse oder Personen dargestellt sind. Kapitel 1 blickt auf Heimatvertriebene, Flüchtlinge und Displaced Persons, das große Thema der unmittelbaren Nachkriegszeit, das immer wieder zu kontroversen Debatten in Politik, Öffentlichkeit und Medien führte. Bei der Integration der Flüchtlinge aus den Ostgebieten spielte die evangelische Kirche eine zentrale Rolle. Für die Überlebenden der Lager hingegen engagierte sie sich nicht.
Kapitel 2, Antisemitismus und neue Begegnungen, beleuchtet vor allem das erschreckende Desinteresse der Kirchen am Ausmaß der Judenverfolgung und an der trostlosen Situation der Überlebenden. Dabei wird das Fortwirken antisemitischer Überzeugungen deutlich. Kapitel 3, NS-Täter und Kriegsverbrecher im Schutz der Kirche, behandelt die fatale Schlussstrich-Mentalität, die auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen vorherrschte. Im vierten Kapitel, Streit um Schuld und Mitverantwortung, geht es um den schwierigen innerkirchlichen Prozess der Aufarbeitung, der in den nordelbischen Landeskirchen lange Zeit von Uneinsichtigkeit und Schweigen geprägt war. Kapitel 5, Haltung zu Krieg, Frieden und Abrüstung, zeigt, wie eng die Aktivitäten der Friedensinitiativen, die damals wesentlich auch von den Kirchen getragen wurden, verbunden waren mit einer zunehmend kritischen Auseinandersetzung über die Rolle der Kirche, der Kirchen im Nationalsozialismus. Das sechste letzte Kapitel schließlich, Antikommunismus und Diffamierungen, beleuchtet, wie eng auch in den Kirchen antikommunistische Haltungen des Kalten Krieges mit antibolschewistischen Stereotypen der nationalsozialistischen Propaganda verbunden waren. Diese sechs Kapitel behandeln ausnahmslos die nordelbischen Kirchen in der alten Bundesrepublik. Als während der Laufzeit der Ausstellung entschieden wurde, auch die Entwicklung in den Kirchenkreisen von Mecklenburg und Pommern auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone und der DDR einzubeziehen, konnten wir nicht auf entsprechende Forschungen von Stefan Link zurückgreifen. So erarbeiteten wir mit Unterstützung zweier kirchlicher Autoren einen gesonderten Ausstellungsteil. Nach einer kurzen Einführung in die Nachkriegsgeschichte der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Mecklenburg und der pommerschen evangelischen Kirche beleuchtete unser Ergänzungsteil die Entwicklung dieser beiden Kirchen, die sich doch unter ganz anderen gesellschaftspolitischen Bedingungen als die in Westdeutschland vollzogen hatte, ebenfalls unter den sechs genannten Themen. Dabei ergaben sich anstelle handfester Thesen vor allem Fragen, die wir absichtlich offen stehen ließen, um weitere Forschungen anzuregen. Zu unserer Ausstellung, die mittlerweile mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher hatte, gibt es eine umfangreiche Website, auf der auch die einzelnen Stationen mit ihren Veranstaltungen in Wort und Bild festgehalten sind. Die Website hat den Titel unserer Ausstellung Neue Anfänge nach 1945? Fragezeichen. Ich möchte hier noch zwei Aspekte besonders hervorheben. Zum einen, die Wanderausstellung hat sich während ihrer Laufzeit zu einem großen und vielfältigen Kooperationsprojekt entwickelt. Gezeigt wurde sie vor allem in Kirchen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, außerdem in der KZ-Gedenkstätte Ladelund, in der Evangelischen Stiftung Alsterdorf und in der Synagoge Celle. An all diesen Orten wurde das Thema durch ein Begleitprogramm vertieft. Und es wurde ergänzt durch lokale Fenster, das heißt durch dezentrale Präsentationen von Aspekten der jeweiligen Gemeindegeschichte, die durch das Engagement der Gemeinden selbst recherchiert und dargestellt wurden. Manche dieser dezentralen Erweiterungen und Diskussionen werden auch längerfristig weiterwirken. Der zweite Aspekt, den ich besonders erwähnen möchte, ist das immer neue, spannungsvolle Zusammenspiel von Kirchenraum und Ausstellung. Das Spektrum umfasst die ganze Bandbreite von großen historischen Kirchen und Domen, über Kirchen, die verschiedene Etappen der Architekturmoderne spiegeln, bis hin zu kleinen, manchmal recht beengten Räumlichkeiten. Um darauf flexibel reagieren zu können, haben wir uns ein recht ungewöhnliches Ausstellungssystem ausgedacht. Wir haben uns für Traversen als Ausstellungsträger entschieden. Sie sehen sie hier hinter mir. Das sind Fachwerkträger aus Metall, die vor allem in der Bühnentechnik von Rock- und Popkonzerten oder Volksfesten eingesetzt werden. Sie können ganz unterschiedliche Konstellationen bilden.
Sie stehen immer im bewussten ästhetischen Kontrast zum Kirchenraum, verdeutlichen den Werkstattcharakter unserer Arbeit und haben vor allem in den riesigen historischen Kirchenschiffen den Vorteil, dass die Ausstellung sich auch dort optisch behaupten kann. Sie hier im großen Wechselausstellungsraum der Gedenkstätte Deutscher Widerstand zu sehen, ist noch einmal eine ganz neue Erfahrung. Und es wäre schön, wenn Sie selbst hierher kommen und sich die Ausstellung in Präsenz anschauen könnten. Im thematischen Kontext der Gedenkstätte Deutscher Widerstand ist sie auch sehr gut aufgehoben. War doch das Selbstverständnis der evangelischen Kirchen nach 1945 von der falschen Überzeugung geprägt, das Verhältnis der Kirche zum Nationalsozialismus sei vor allem eine Geschichte von Widerstand und Auflehnung gewesen. Herr Tuchel ist vorhin in seinem Beitrag schon darauf eingegangen. Nach 6 Jahren Laufzeit trifft unsere Ausstellung Neue Anfänge nach 1945? Fragezeichen. Nun in Berlin auf Diskussionen, die die unverminderte Aktualität dieser Frage deutlich machen. Bereits in den letzten 2 Jahrzehnten haben viele gesellschaftliche und politische Institutionen und Organisationen, viele Verbände, Hochschulen, Ministerien und private Unternehmen ihre eigene Geschichte in der Zeit des Nationalsozialismus von Historikerinnen und Historikern erforschen lassen. Bei so manchen steht dieser genaue Blick allerdings auch noch aus. Da die Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften ihren Fokus seit einiger Zeit verstärkt auf die Nachkriegszeit richten, rückte auch der frühe Umgang dieser Institutionen und Organisationen und der Gesellschaft insgesamt mit ihrer eigenen NS-Geschichte ins Blickfeld der Forschungen und Debatten. Welche personellen Kontinuitäten, welche Hierarchien und welche Denkmuster haben jahrzehntelang eine offene Auseinandersetzung über die NS-Zeit verhindert? Wie hat zum Beispiel der Kalte Krieg das furchtbare Geschehen des deutschen Vernichtungskrieges und der Massenmorde an der Bevölkerung in Osteuropa fast gänzlich überlagern und verdrängen können? Großes Aufsehen erregte die Ausstellung des Deutschen Historischen Museums im vergangenen Herbst über die Liste der Gottbegnadeten, eine Liste der prominentesten Künstler des NS-Regimes, die dazu dienen sollte, diese vor allem vor dem Kriegseinsatz zu bewahren. Untersucht wurden in dieser stark besuchten Ausstellung die oft ungebrochenen Karrieren vieler dieser Künstler nach 1945 und der gesellschaftliche Kontext, der dies möglich machte. Hier gibt es manche Parallelen zu unserer Ausstellung, die sich ebenfalls mit den Karrieren von NS-Protagonisten beschäftigt. Schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, wie viele thematische Bezüge sich bei der Betrachtung der 6 Kapitel zur Gegenwart herstellen lassen, wenngleich sich die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wesentlich verändert haben. So denken wir heute über den Umgang mit Geflüchteten nach und über die Versuche, Europa gegen den Rest der Welt wie eine Festung abzuschotten. Wir beobachten wachsenden Antisemitismus in alten und neuen Formen. Die Frage nach Tätern und Kriegsverbrechern in Kriegen der jüngeren Vergangenheit beschäftigt internationale Tribunale, während nicht nur in osteuropäischen Ländern, sondern vereinzelt auch im deutschsprachigen Raum nationalistische Formen eines falschen Heldengedenkens gepflegt werden. Und die Haltung zu Krieg und Wiederaufrüstung? Um die Friedensbewegung ist es still geworden. Deutschland ist der 4. größte Exporteur von Rüstungsgütern in der Welt und lieferte, wie wir gerade erfahren haben, bis vor einigen Tagen beispielsweise nach Kasachstan. Der Blick zurück ist zugleich ein Blick in den Spiegel, sagte der damalige Landesbischof Gerhard Ulrich zur Eröffnung dieser Ausstellung in der Hamburger Hauptkirche St. Jakobi. Zum Schluss möchte ich im Namen meiner Kolleginnen Monika Geiler von Bernus und Beate Rossier ein herzliches Dankeschön aussprechen. An Marlisa Appel. Sie hat die Ausstellung an all ihren Stationen betreut und hat uns bei den Bildrecherchen geholfen und das Begleitbuch gestaltet. Das Begleitbuch zeige ich auch.
Dank geht auch an das Atelier Weidner-Händle, das die Ausstellungsgrafik erarbeitet hat, und an den Architekten Martin Bennis, der uns beim Einsatz des Ausstellungssystems beraten hat. Wir danken unseren Auftraggebern, namentlich Jörg Herrmann, dem Direktor der Evangelischen Akademie der Nordkirche, Pastor Ulrich Henschel, der uns damals dieses Projekt anvertraut hatte, und allen Kooperationspartnern. Wir danken Stefan Link für sehr gute Zusammenarbeit. Und ganz besonders danken wir Johannes Tuchel, dem Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, der die Präsentation dieser Ausstellung in Berlin überhaupt erst möglich gemacht hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.